So, das Thema Kritik. Mit dem letzten Beispiel, wir machen einige Videos über das Thema, danke, nice. Mit dem Staubsauger, ne? Ja. Also, wir haben in unserer spanischen Gruppe auch Kritikarte, also die Kunst zu kritisieren oder die Kunst als gute Manipulation, ne? Mhm. Das heißt, in der Liebe, in der Freundschaft, es ist auch möglich, etwas zu bewegen, um mit der Dualität zu spielen. Ne? So, wenn ich sage, oh, du bist aber klein, ne? Dann kommt die Reaktion, ja, guck mal richtig, ne? Mein Wesen ist so. Das heißt, mit Freunden oder dein Staubsauger, der geht bald in Rente oder ja, bekommt ja. Gnadenbrot. Ja. So, das heißt, in der Freundschaft, in der Liebe, in der Kommunikation kann man die Kunst der Kritik auch anwenden, um, also nicht unbewusst, sondern bewusst, um etwas bewusst zu machen oder zu spielen oder zu lachen. Ja, ich würde es nennen, also auch das Wort würde ich verändern, Kritik in ein anderes Wort, und zwar in ein Wort der Bereicherung. So, Bereicherung ist für mich etwas, wo ich den Menschen Impulse gebe, an dem er wachsen kann. So, und wenn ich sage Bereicherung, macht das Wort mit mir, ja, ich werde reicher, durch Erkenntnisse werde ich reicher, weil die Erkenntnisse, die in mir sich aufzeigen, installieren sich in meinem Zellgedächtnis. So, und dieses Zellgedächtnis bringt wieder neue Energien und neue Qualitäten, Lebensqualitäten in mir. Und das ist ein wahrer Reichtum. Das nehme ich mit, nachdem ich von der Welt hier weggehe. Nicht mein Haus, nicht mein Auto und was weiß ich, sondern das, was in meinem Bewusstsein sich entfalten konnte. Na? Und Bereicherung für mich heißt das, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, genau die Punkte aufzuzeigen, ich nenne sie Dark Points, das sind einfach blinde Punkte, in denen die Menschen es einfach nicht sehen, was da ist, aus einer Konditionierung heraus. Ne? Und diese, da können die nichts für. Das ist einfach so blind, dass sie es nicht sehen. Und wenn man das aber auf den Tisch rausholt und drauflegt und sich das anschaut, nicht aus der persönlichen Ebene, sondern aus einer bewussten Ebene, dann sieht man, ah ja, da gibt es einen Menschen, der in der Kindheit irgendwas bei Mama, bei Papa erlebt hat oder in der Schule. So, und dieses Kind hatte da ein Erlebnis A oder B, und aus diesem Erlebnis ist ein Glaubensmuster entstanden. Und dieses Muster hat dafür gesorgt, dass ich zum Beispiel nicht gut mit Menschen klarkomme, weil die Menschen nicht gut mit mir umgegangen sind. Dann habe ich mich von Menschen distanziert. So. Und wenn ich dieses Muster durchlichte, immer mehr und immer tiefer, das hat ja unterschiedliche Anteile. Wo ist das denn in mir? Mit wem komme ich denn nicht klar? Vielleicht habe ich 3 Freunde mindestens, jetzt, mit denen ich jetzt klarkomme, das ist schon mal was Gutes. So. Aber mit dem Nachbar A und mit dem Arzt C und mit dem, was weiß ich, Verkäufer B, komme ich gar nicht klar. Jedes Mal, wenn ich ihnen begegne, passiert dies oder das. Und da sind einfach Punkte, wo man sagen kann, okay, welche Gefühle stecken dahinter? Und diese Gefühle, wenn die dann angenommen werden, auch die bereichern dich, weil in dem Moment, wenn das Gefühl klar gesehen wird und du dich mit diesem Gefühl nicht identifizierst, dann ist das für mich und für denjenigen in dem Moment eine Energiezufuhr. Mhm. Ne? Aber eben, wenn sich jemand mit dem Gefühl identifiziert, ne? Ja. Du kennst das in der Schule, im Pausenhof, wenn man sagt, oh, du siehst schön aus oder so. Ne? Ja. Ne? Man sagt, Mensch, ist die doof, dann gucken alle. Ne? Ja. So, diese Absicht einfach, eben diese Konditionierungen zu klicken mit einem negativen Impuls, um eine Reaktion herauszufordern,
Ein Grund, wer die anderen unter Jugendlichen mehr ein bisschen Negatives sagt, der wird mehr gesehen als der, der einfach freundlich ist. Auch, ja. Auch. Also es gibt ja so Klüppchen in der Schule, ne? Also es gibt die Sunny Boys und Sunny Girls, mhm. Und dann gibt es ja die, wenn man das bewertet, die Loser, ne? Mhm. So, und es, jeder ist da in seinem Feld irgendwo gesehen oder nicht gesehen. Aber die Qualität des Feldes, wenn man nur sich das Feld anguckt, ist getrennt von etwas. Sowohl die Sunny Girls und Sunny Boys sind getrennt von der Qualität des Dunklen und die anderen des Hellen. Das heißt, sie leben nur ein Teil dessen. Das heißt, wenn wir nur Sonnenlicht auf der Erde hätten, würde keine Vegetation geben, weil die Vegetation muss ja auch ruhen, um wieder Energie zu schöpfen. Das heißt, es gebraucht die Nacht, wo die Ruhe kommt, das Dunkle, um wieder sich aufzubauen. Das heißt, beide Teile haben ein Energiefeld in sich, in dem sie nur ein Teil der Qualität des ganzen Leben. Es ist, ob ich eine Qualität des dunklen Lebens ist eine Qualität oder eine Qualität des lichten Lebens ist andere Qualität. Aber es ist nicht das Maximum. Das Maximum oder das Optimum in der Hinsicht ist, wenn beide vereint sind. Mhm. Und das ist der nächste Schritt, wo ich, wenn ich mit den Menschen, also seit 2 Jahren arbeite ich mit Menschen in einem Jahresprozess. Das heißt, dass die Menschen, maximal 6 bis 7 Leute sind in einem Jahr bei mir, die jeden Monat für ein paar Tage kommen, damit die Energie sich in ihnen setzt und im Grunde genommen auch strukturiert und beständig die Energie immer das rausholt, was gerade dran ist. Im normalen Alltag würde der Mensch das vergessen. Ne? Also die Funktionen sind viel zu stark als die Intention für Selbstreflexion. Die geht in den Hintergrund. Durch die Termine werden sie daran erinnert. So, und dadurch, wenn sie sich für ein Jahr entscheiden, die Menschen, ist die Energie so für sie vorbereitet, dass sie gar keine Chance mehr haben zu funktionieren, sondern permanent in ihrem Alltag Situationen bekommen, wo die Sachen, die einfach unreflektiert sind, unbewusst sind, an die Oberfläche kommen. Der Schlüssel für das Ganze ist die Verbindung des Hellen mit dem Dunklen und die Energie der Kundalini zu aktivieren. Und das passiert, wenn die Menschen regelmäßig diese Sitzungen einmal im Monat nützen, auch bei uns schlafen und essen und in diesem Energiefeld sind, betreut werden. Und ist es möglich, dann ein Gefühl zu bekommen, wenn sie in das Haus reinkommen, der Körper erinnert sich sofort, was für eine Energie er vorher hatte und wie es möglich ist. Und dadurch werden auch diese männlichen und weiblichen Aspekte hell und dunkel in einem angeregt. So, das heißt, auch da diese Unterschiedlichkeit, diese Kritik, ich nenne es Selbstreflexion und Bereicherung, in eine andere Form kommen. So, das heißt, dass der Mensch zum Schluss nach einem Jahr eine Zugangsweise in sich erlernt, zu spüren, wem oder was wende ich mich zu in meinem Körper? Und dadurch hat der Mensch eine Qualität erlangt, mit diesen Energien zu arbeiten, die da sind, und sie nicht abzulegen. Ne? Er erlernt eine Fähigkeit zu unterscheiden, auf welche Ebene, was ich sehe, kommt. Kommt das aus der Verstandsebene? Dann merke ich, ich verspanne mich, alles ist destruktiv. Oder kommt es aus meiner Herzensebene? Wie wende ich mich dem, was da gerade passiert, zu? Aus der kritischen Ebene, indem ich das total
zerstöre mit meinen Gedanken und ich will es nicht sehen und gehe auf Distanz. Oder gehe ich mit meinem Herzen dahin und sage aus der Ebene der Selbstreflexion und aus der Ebene der Bereicherung, was bringt mir diese Situation? Ja. An dem kann ich wachsen und an der Situation kann ich wachsen. Eben, also oft, du sagst, oft in der Arbeit, man ist praktisch wie, man fühlt sich wie ausgeliefert. Ne? So, da ist alles irgendwie besetzt und man findet keinen Weg. Ne? Also reagieren, agieren, reagieren. Deswegen ist einfach wichtig, nicht nur die Erfahrung zu machen, stopp, lass es wirken und sieh beide Seiten an. Ne? Oder eben, das kann man mit einer Meditation machen, aber es ist wichtig, diese Begleitung eine längere Zeit, ne? So wie du das gesagt hast, finde ich, das ist auch meine Erfahrung, so die Menschen, die wollen ein bisschen länger zu begleiten, so beim Essen, beim Zusammensein, nebendran, um aus dieser Falle ein bisschen einen Weg zu suchen, weil ich nenne es einfach besetzte Energien, wo man das Gefühl hat, da kommt man nicht raus. Ne? Viele Leute, die arbeiten 10, 20, 30 Jahre, die sind immer sauer. Ne? Mhm. Ja. Die finden keinen Weg raus. Ne? Ja. Ja, ich sehe das so, der Mensch hat die Wahl. Also im Grunde genommen, sobald die Menschen das Video hier sehen, sind die schon auf einem anderem Level. Das heißt, wir bieten den Menschen jetzt eine Möglichkeit zu schauen, ey, du kannst weiterhin so in deine Kritik versauern oder du kannst jetzt aufstehen und gucken, wie dein Leben anders ist. Ne? Also die Möglichkeit ist, entweder Kosmetik zu betreiben, also ab und zu Wellness, oder einfach sich auf die kosmische Erfahrung einzulassen, das Universum in sich selbst zu entdecken. So, und da hat jeder Mensch einfach die Möglichkeit zu schauen. Ab jetzt, ab diesem Video, der Mensch, der das sieht, hat schon den Zugang und die Möglichkeit, es zu verändern. Na? Er kann dann nicht sagen, so wie kleine Kinder, na, ich höre nichts, ich sehe nichts. Das ist schon im System drin. Und wenn ich es nicht tue, obwohl ich es weiß, wie es anders gehen könnte, weil es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, dann arbeitet man noch gegen mehr gegen sein eigenes Potenzial und gegen mehr seine eigene Qualität. Ne? Und das ist natürlich, da wird der Mensch noch mehr aggressiver oder noch mehr verspannter. Ne? Danke, schön.